Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Surgeon Simulator. Yeah! Yeah! Keep your hands up! Bei der funky Musik erinnert mich so ein bisschen an den Song von Eddie Murphy. Party all the time, party all the time, party all the time. So, und irgendwie... Okay. Hallo? Hallo? Dann nicht. So. So, wir sind ja nicht hier, um nur ans Telefon zu gehen, sondern um eine Operation durchzuführen. An Bob immer noch. Oh, genau, Herztransplantation. Ist immer noch unvollständig. Wir wollen natürlich gucken, dass wir natürlich auch unseren lieben Dr. Bob, wollte ich jetzt schon sagen, Dr. Bob, unseren lieben Bob mal hier eine Herztransplantation verschaffen. Ja, du bist ein ganz feiner, du bist ja. Heute machen wir das mal fertig, ne? Ja, du liegst ja jetzt schon hier ein paar Tage. So, mittlerweile haben wir es schon 3.59 Uhr. Ein bisschen wie bei P.T. Gleich steht da 23.59 Uhr. So, erstmal das Tuch weg. Lass los, Mann. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir erstmal die Knochen wegbekommen. Ich fand, mit der elektrischen Säge war es ganz gut gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier mal so die Tasse erstmal so, genau, die Tasse mal aus dem Weg schaffen. Ja, und dann die elektrische Säge irgendwie nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Was? Was denn jetzt? Hallo? Yeah! Alter, was ist los? Ich bin voll auf Drogen. Ich hab an die Spritzen angefasst und bin voll auf Drogen. Wie soll ich denn jetzt unseren... Alter, was ist das? Wie soll ich denn den... Wenn das so im echten Operationssaal abläuft, dann möchte ich aber nie wieder ins Krankenhaus, liebe Leute. Aber nie wieder. Huch. Alter, kann ich ja gar nicht... Da kann ich ja so gar nicht arbeiten. So, müssen wir natürlich jetzt... Meine, wie geht das auch mal irgendwann mal weg? Herzlich willkommen zur Achterbahnfahrt. Jetzt noch eine Runde hier im Surgeon Simulator. Der verliert aber ganz schön viel Blut. Muss man natürlich schauen, dass wir... Das ist gar nicht so einfach. Yeah. Ich will natürlich auch nicht ins Fleisch schneiden. So. So, ja, sehr schön. Ja, verliert aber trotzdem viel Blut, ey. Hallo. So. Okay. Alter, was ist denn? So, Säge. Na, nicht die Säge wegschmeißen. So, jetzt können wir hier die Knochen raus. Weg damit. So. Oh, das geht doch nie im Leben gut. Das. So, weg. Weg damit. Oh, das wird ein ganz knappes Ding, glaube ich. Und ich weiß ja gar nicht, wie wir jetzt hier an das Herz gleich. Was ist los? So. Oh, wie soll ich denn da jetzt... Ich... Hallo erstmal. Willkommen zum Surgeon Simulator. Bleib ganz cool. Ganz cool. Du packst das. Du packst das. Auf jeden Fall.
So, wie schneide ich das denn jetzt? Schneide ich das so richtig durch, oder? Ich hoffe, ich tue überhaupt das Richtige hier. Au, 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 au. Eieieieieieieiei, das sieht nicht gut aus. Das sieht, haben wir denn hier auch irgendwie eine Schere? Ich sehe gar nichts. Ich nehme mal wieder die Säge, damit funktioniert es wahrscheinlich am besten. Nicht wahr? So. Genau. So. Was war denn das? Oh, also dürfen wir anscheinend doch nicht die Spritzen berühren, dann wird man ein wenig high. Okay, also ich möchte so nicht operiert werden im echten Leben. Ui, 4.04 Uhr mittlerweile schon, meine Güte. So, also nochmal von vorne. So, also, da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt echt ganz vorsichtig das Ganze angehen und mal... Hallo, Nein, nicht die Spritzen berühren. Nicht die Spritzen. Nicht die. Hallo, ich will die Säge. Hallo? Hallo, ich will die Säge. Ist denn sowas möglich? Oh, da ist schon das Herz, das neue. Die Tasse geht mir auf den Sender, weil ich komme jetzt nicht an meinen. Nein. So, jetzt ja. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das ganz, ganz vorsichtig machen. So, Wir müssen ja den Brustkorb aufschneiden. Oh, er verliert schon 12 Milliliter pro Sekunde. So. Und dann die andere Seite noch. So. Ja, das läuft doch ganz geschmeidig. Hallo. So. Ja, nicht ins Fleisch schneiden. Reflex. Nicht ins Fleisch schneiden, da gibt es wieder Erdbeersoße. So, bis jetzt läuft es ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Wir legen einfach die Hand hier drauf und dann kippen wir das so. Ja. So. Er verliert zu viel Blut. Jetzt. Nein. So. Genau, lass mal die Säge einfach mal da liegen, da passiert schon nichts. Das ist zu viel Blut, was er verliert. Das ist. Komm raus da. Erstmal rumpopeln. So. Jetzt sehen wir natürlich auch viel mehr, aber trotzdem, das sieht nicht gut aus. Wie kriegen wir denn hier... Können wir denn hier jetzt... Haben wir denn irgendwo eine Schere? Nehmen wir einfach mal... da ist eine Schere. Ich will aber hier nicht... Hallo? Ich will aber nicht wieder in die Spritzen. Ich will nur die Schere packen. Mehr will ich nicht. Hallo? So, da haben wir die Schere. Ich hoffe, das ist richtig... Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier tue. Wie schneide ich denn mit der... lecker. Ja, das anscheinend... Geht das doch nicht so? Ja, müssen wir so höllisch aufpassen. Das gibt's doch nicht. Ich will endlich eine andere Operation noch machen. Mann, das müssen wir doch mal hinbekommen. Das kriegen wir doch irgendwie schon für eine Herztransplantation durch. Ja, das schaffen wir. Das kriegen wir jetzt schon hin. Wir sind jetzt vom Fach... das heißt also wir... Oh, was piepst denn hier? Okay, hier stehen so viele Sachen auch im Weg vor allen Dingen. Wer braucht denn nur noch so ein Glas? Und der Hammer liegt auch ganz dumm. Legen wir den mal hier hin. Na, jetzt ist er natürlich aus dem Bild.
Die Säge ist natürlich ideal. Ach, da sind auch nochmal Scheren. Die Säge ist natürlich ideal für die Knochen, verletzt aber auch den Patienten sehr schnell. Jetzt schneide ich mir erstmal den Daumen ab. Weil das Problem ist, dieses Auf- und Abfahren der Hand kann man nicht, also kann man nicht halten an einer Position. Die Hand geht immer rauf und runter. Ja, also wenn ihr gerne eine Herztransplantation durchführen wollt, von irgendjemandem, könnt ihr mich ruhig anrufen. Ich helfe euch dabei. Ja, oder vielleicht bei euch selber. Ihr seht's, ich bin da geschult dann drin. Ja, das Ganze kann ich. Ja. Ist auch nicht gerade schwer. So. Ich sehe überhaupt nichts, weil die Säge so doof in der Hand liegt gerade. Ja, der verliert schon wieder 24 Milliliter pro Sekunde. Aber es... So. Jetzt aber ganz schnell, ganz fix hier. Huch. Was war das denn? So, jetzt aber ganz schnell hier die Nieren raus. Sind die Nieren wirklich so groß? Ich weiß das gar nicht. Also ich kenne meine Niere selber ja gar nicht. Oh, komm raus da, so. Wir müssen ja im Prinzip einfach nur... So, jetzt so eine Schere nehmen. Hallo, Schere nehmen. Genau. Aber wie schneidet man denn mit der Schere? Das ist doch irgendwie, ne? Weil ich muss ja im Prinzip, muss ich ja nur irgendwie hier das abschneiden, dass ich das Herz rauskriege. Das... na! Ich muss das ja irgendwie abtrennen da unten. Ach so, komm jetzt hier so rein. Hallo? So. Reicht doch, oder? Zwei Herzen, Doppelherz. Das andere funktioniert halt noch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt schaffen wir das schon wieder nicht. Das ist doch irgendwie... Oder muss ich hier vielleicht noch die Leber rausholen da unten? Dass man da besser drankommt? Kann das sein? Komm raus, du scheiß Leber! So, irgendwie will die... Popel. Sieht aus wie so ein Fötus. Hui, wir will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, anscheinend haben wir das geschafft. Oder auch nicht. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ja, liebe Leute, ich würde sagen... Wir sehen uns dann in einer weiteren Folge Surgeon Simulator und dann verspreche ich euch, dann packen wir's und schaffen wir's. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.